Herr Novakovic, Herr Schulte, Sie haben aus 4 Mitarbeitern 40 gemacht. Also wenn das so weitergeht, dann müssen Sie ja bald anbauen oder ein neues Gebäude beziehen. Ja, wobei ich mich an die Aussage von eben muss ich mich anschließen. Also unsere E-Mail-Adresse ist jobs@tradebyte.com für jeden, der hier irgendwie noch auf der Suche ist. Also wir haben ein ähnliches Problem gehabt, auch bei der Skalierung, beim Aufbau des Unternehmens, die Ressourcen zu finden. Aber das Schöne ist in Ansbach, wenn man dann mal Mitarbeiter gefunden hat, dann sind die auch erstmal da. Also ja. Dann ist auch die Loyalität gegeben. Und die bleiben gegeben. Auch vor allem. Die bleiben dann auch da, ja, genau. Ja. Das Shoppen, das E-Commerce, das ist in aller Munde wahnsinnig wichtig. Ich würde sagen, wir Mädels kennen uns damit besonders gut aus. Wir kennen da jeden Klick und alles. Wird man irgendwann vielleicht gar nicht mehr in ein Geschäft gehen? Tun Sie das noch? Also ich gehe schon ins Geschäft. Ich habe den Anzug hier im Geschäft gekauft. Das ist natürlich schon noch, es gibt gewisse Themen, die kann man nur im Geschäft kaufen, finde ich jetzt. Wenn ich jetzt den zweiten Anzug von der gleichen Marke kaufen will, dann kaufe ich ihn vielleicht online. Jetzt betrifft das ja sehr viel Kleidung. Also was Sie machen, was ist denn noch alles denkbar jetzt? Was wird denn noch mehr kommen im Markt? Also wir haben mittlerweile fast alle Branchen, die bei uns abgedeckt sind, von unterschiedlichen, auch kleineren Herstellern, Marken, die natürlich durch den E-Commerce und durch diese Durchgriffsmöglichkeit auf die Plattform auch die Möglichkeit haben, einen Vertrieb überhaupt zu platzieren, was ja sonst sehr schwierig ist. Und was auch sehr erstaunlich ist, dass wir auch bei den Plattformen sehr stark wachsen. Also wir sind jetzt auch der Erste, der Amazon.com macht, also wo die ersten Anbieter aus Europa nach Amerika verkaufen, an die Endkunden direkt. Und das ist schon eine erstaunliche Entwicklung, ja. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das will ich unbedingt noch haben als E-Commerce? Was meinen Sie jetzt? Ja, also ich meine, wir Frauen haben die Kleider. Vieles ist denkbar, etwas Persönliches, was Sie anstreben, was noch niemand ahnt. Ja, ich würde mir vielleicht mal so einen Porsche übers Internet gern bestellen. Vielleicht kann man das schon. Und nach 2 Wochen retournieren. Kostenfrei. Bei dem Auto, das will man nie mehr loswerden. Vielen Dank, Herr Fries von der Sparkasse. Landkreis und Stadt Ansbach. E-Commerce, da denkt man natürlich auch an Silicon Valley und solche Geschichten. Jetzt ist es im Herzen von Ansbach. Wie finden Sie das? Schreien Sie da auch vor Freude, so weil die Leute bei Zalando, das sind ja eine Ihrer ganz großen Referenzkunden. Also ich will es mal so formulieren, ich könnte schreien mit Schreien in der Sparkasse. Müssen Sie so ein bisschen vorsichtig sein, weil das könnte Ihnen sonst passieren, dass 5 Minuten später eine Hundertschaft Polizei vor der Tür steht. Deshalb freue ich mich im Stillen, aber man muss dazu sagen, Das Schöne an dem, was man da sieht, ist, dass Sie einen Großteil so der Freude auch an der Arbeit festmachen können am Erfolg der Kunden. Wir verstehen uns ja als Förderer der heimischen Wirtschaft und das ist das, was uns antreibt und das treibt auch die Kollegen in dem Geschäft an. Und so sind wir mal zueinander gekommen, dass nämlich der Berater, der die beiden Herren seit langer Zeit betreut, gesagt hat, können wir nicht mal mit denen essen gehen? Und dann habe ich gesagt, klar, das machen wir. Und dann habe ich die kennengelernt und hinterher haben wir uns über den Gründerpreis unterhalten. Und ich habe von Anfang an gesagt, und das nicht, weil wir heute Abend hier sind, die beiden, die schaffen das und die haben es geschafft. Und das finde ich eine tolle Riesenleistung. Ja, großer Applaus für alle unsere Preisträger. Herzlichen Weiterhin Glückwunsch. Weiterhin viel Erfolg. Sie dürfen gerne wieder Danke. Platz nehmen.